Ich werde mir jetzt richtig fett was rein snacken. Und fürs gute Gewissen habe ich hier noch die Buddel Wasser dabei. Und wir werden uns in der Zeit angucken: Ultimate Driving Fails Compilation 2020. Abfahrt. Fängt ja schon sehr gut an, Digga. Schon der erste Idiot direkt. So, bestimmt. Glätte. Ei. Ein übler Bums, Alter. Das war ein übler Bums. Aber sind wir auch ehrlich. Glätte kann schon sehr gefährlich sein. Essen und dabei Geld verdienen, beste. Ja, Bruder, aber ich muss auch erstmal. Ich habe eben getankt für 140 Euro. Der Burger 10 Euro. 150 Euro, Bruder. So leicht ist das nicht. Schreib mir nochmal in 5 Minuten, dann bin ich happy. Irgendwo erkenne ich den Clip, aber ich bin mir nicht sicher, ob das real ist oder ob das für einen Film war. War von einem Film, ne? Oh ne, ne? Will der LKW jetzt rüberziehen? Hä? Hä? Was ist denn seine Mission? Oh. Au. Boah, der wird so sapschen, aber genau das. Seht ihr das, wie er schon tropft? Oh, geil. So good and tasty. So, weiter geht's. Wieder schauen und reingehauen, Digga. Der ist bei mir im Pool gelandet, Digga. Also im Teich. Ist er dem hinten raufgefahren oder war es ein Geisterfahrer? Ja, der stand da und der andere hat gepennt. Ja, moin. Holy shit, Digga. Es ist immer wieder erschreckend, wie viele dumme Leute es im Straßenverkehr gibt, ne? Ja, warum nicht? Kann man mal so machen. Search her to listen live or on demand whenever you like. Digga, meine Ohren! Oh shit! Also ich glaube, einen Unfall zu haben ist schon scheiße. Wenn du einen Unfall mit der Polizei hast und den Polizeiwagen rammst, Digga, auch ganz. Hat aber auch einen Vorteil, du brauchst nicht mehr die Polizei rufen. Oh mein Gott, Digga. Er hat sein Auto so gefickt. Er zieht so riskant rüber. Er ist so dumm. Boah. Und jetzt achtet darauf, wie sein Auto aussieht. Digga, das ist sowas von. Die ganze Tür ist rausgerissen, Diggi. Ja, nur weil man mal kurz schneller rüber wollte. Gleich Dave rufen. Das Paradebeispiel, warum Idioten nicht in den Straßenverkehr gehören. Ein Idiot macht einen Fehler, drei andere werden mit reingezogen. Schrecklich. Hinten rauffahren, auch ganz widerlich. Ein bisschen dicht am Auffahren. Wenn dann ein Geschäftsmann vorne im Auto sitzt, einfach... Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Bruder, hä? Oh, der wird sich bestimmt nicht freuen.
Oh, nicht viel, richtig. Was ist mit den Leuten los, Alter? Ja! Ja! Geil, Mann! Geil, Digga! Ich sag dir so, wie es genauso würde ich vermutlich auch machen. Digga, wenn da irgendwelche Arschstecker aussteigen und mich bedrohen, einfach los dann, Digga. Wenn er vor dem Auto steht, hat er Pech gehabt, dann muss er mich nicht bedrohen. Ich fühle mich. Der sah auch ein bisschen aus wie René, ne? Stimmt. So ein bisschen, ja. Da hat sie sich aber gefreut, Alter. Der fährt jetzt nicht irgendwie den Bullen hinten drauf, oder? Hä? Bruder, in welchem Universum war der denn, bitteschön? Also ich meine, das hast du blinken gesehen 3 Kilometer vorher. In welchem Universum war der bitte? Also das muss man nicht verstehen, oder? Selbst wenn du am Handy spielst oder whatever, irgendwas nebenbei machst, du siehst doch das Blinken aus dem Augenwinkel. Das ist Karma, Digga. Erst bremst, sie bremst ihn, oh Digga, Karma, wichtig und richtig. Sie bremst ihn aus, um ihn zu ärgern, zeigt Mittelfinger. Bruder, das ist so krasses Karma. Ah. Digga, das ist aber echt anderes gutes Karma, Mann. Und ich wäre auch einfach weitergefahren, Digga. Also, nein, ich wäre angehalten halt natürlich, ne? Hä? Also ist wieder, wir haben uns ja schon viele Videos davon zusammen angeguckt, aber es irgendwie, das ist wieder mal wieder so ein roter Faden. Es ist immer irgendwie so eine wiederholende Sache. Und die ist, dass es viele Leute im Straßenverkehr gibt, die kein Auto fahren können und uns dadurch gefährden. Meistens schon so seit 2-3 Tagen, wieder viel weniger Süßgetränke. Also mein Eistee trinke ich morgens nach dem Aufstehen auch immer noch, aber tagsüber wieder mehr Wasser, Digga. Oh Mann, Alter, der wollte aber auch raus, der hat keine Miete gezahlt. Oh, here's my car coming down. Yeah, God, look. Jesus. Huh? Now. Oh, here's my car coming down. Yeah, God. Huh? Die arme Mauer, Alter. Was ist denn seine Mission? Digga, ich hab gedacht, der hat einen Teppich auf dem Dach gespannt und kam gerade aus dem Baumarkt, oder was? Das sah so aus, als wäre da ein Teppich drauf war. Ich hab gedacht, der kam gerade aus dem Baumarkt und hat sich hat einen Teppich gekauft oder so. Und er rammt auch noch sein Knie in die Scheibe. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Hä? Also manche, Digga, ey, man versteht nicht, was bei diesen Autofahrern los ist. Saved. Das Nervige an Unfällen ist halt auch einfach, und wir reden hier über Blechschäden, halt der Papierkram und alles danach, Versicherung, Micherung, Mietauto und so eine Scheiße, ne? Wenn man einfach danach so sich denkt, jo, weiter geht's, aber dieser Papierkram und alles drum und dran, ne? Also ich habe selber noch nicht gehabt, ich habe noch keinen Unfall gehabt, aber ich kenne es ja so von Freunden, Familie, Bekannte, Verwandte und so. Ja, Zeit ist Geld, so ist es nämlich, Jungs. Zeit ist Geld. Dave wieder besoffen unterwegs, Bruder? This behavior demeaning them.
you know, treating them as if they are the enemy. Why is it that for people who are progressive, people who are members of minority groups who feel like they've spent the last 4 years being demeaned and treated as, you know, less than, and they look at that and they say, why is this man being demeaned and treated as, you know, less than? And they look at that and they say, why is this my problem now? Also das sind beides völlige Idioten im Straßenverkehr, Digga. Like, what should I be doing? And on the... Gehört beiden der Führerschein entzogen. Oh mein Gott, er hat so gesaved, seine Mutter hat er gesaved, Digga. Digga, er hat so seine Mutters Ehre gesaved. Er hat so seine Mutters Ehre gesaved, Digga, aber auf einem anderen Planeten, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh, Reifenplatzer. Alter, Reifenplatzer, ganz widerwärtig. Ganz widerwärtig. Da machst du nichts mehr. Vor allen Dingen mit einem Anhänger mit Gewicht hinten drauf, dann ist Ende im Gelände, Digga. Hä? Also, Digga, manche Leute, ne? Direkt neben der Polizei, Mann. Er war so nervös, weil die Polizei vor ihm war und überholen wollte, Digga. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Safe, Digga. Aber was der LKW davor hatte, das steht auch in den Sternen geschrieben, Digga. Mit dem LKW in der Kurve alle überholen, Digga. Also keine Ahnung, wie man auf diese Idee kommt, Mann. Oh, moin. Das war's wohl mit der Vorderachse. Bei dem Tempo über den Kannsteinboller mit der Vorderachse, da ist eigentlich die Vorderachse. Nein! Das kannst du dir nicht. Ah, ist vielleicht auch glatt. Digga, da kommt noch. Wenn jetzt noch ein Dritter gekommen wäre, Digga, dann wäre ich aber raus gewesen, Mann. Okay. Digga, das kannst du dir ausdenken. Er hat die beste Laune seines Lebens, Digga. Und fast noch einen Bums gebaut, Alter. Das hab ich gefühlt, Digga. And the show ended with him getting up out of the wheelchair, walking, and then smashing me out. Oh, und das war's wieder mit der Vorderachse, Digga. Saved. Ja. Und der haut einfach ab, Digga. Da würde ich ja ausrasten, ne? Also da würde ich ja völlig ausrasten. Mitten auf der Fahrbahn steht er so. Du baust deswegen fast einen Bums? War das der Wagen? Nee, das war nicht der Wagen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ist ein anderes Auto. Boah, der gesaved, Digga. Aber warum bremst der da auch? Warum bremst der da so dämlich ab, Alter? Boah, der hat gut gesaved noch, Mann. Herz in die Hose gerutscht, Mann. Da hat kurz der Autopilot nicht. Ja, Digga. Aber also, wir haben uns schon viele Videos davon angeguckt. Das war ein sehr gutes Video, Digga.